Vielleicht hast du die News auch schon gehört. Es gibt eine neue Beta-Version von Elementor, nämlich für die Version 3.5. Anstelle davon, dass ich das teste und in einen Text schreibe, dachte ich mir, ich teste das einfach live in diesem Video und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Um den Beta-Modus zu aktivieren, kannst du in die Elementor-Einstellungen auf Werkzeuge gehen und da gibt es die Versionskontrolle. Hier kannst du übrigens aktivieren, um einen Beta-Test zu machen. Wichtig, mach das nie auf einer Live-Seite, sondern immer auf einer Testseite. So, jetzt zum Elementor. Ich habe hier mal ein Template reingeholt, damit ich was testen kann. Und die erste Veränderung ist CSS Transform Funktionen. Also ich wähle hier mal den Button und dann sollte es neu hier dieses Transform geben. CSS Transform ist alles, was so mit Drehungen oder Verschiebungen oder Verkleinerungen, Vergrößerungen zu tun hat. Und das kann jetzt auch der Elementor. Da habe ich tatsächlich schon 2-3 Zeilen CSS geschrieben. Cool, wenn das jetzt direkt im Elementor integriert ist. Also ihr seht zum Beispiel, hier gibt es so eine Drehfunktion. Es gibt ja auch ein 3D-Rotate, also das Ganze so nach hinten gehen kann. Das sieht jetzt hier ein bisschen wahnsinnig aus. Sowas. Und diese Effekte, die gibt es dann auch nochmal auf Hover. Also wenn ich zum Beispiel auf den Button hovere, dann würde es den noch ein bisschen drehen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, irgendwie sowas. Das gibt es eben auch für die ganzen Maßstabseinstellungen, also dass es irgendwie größer wird. Das finde ich zum Beispiel eine sehr tolle Funktion. Ich glaube sowieso diese Mikroanimationen, die sind etwas, was im Web kommt. Und daher ist es wunderbar, wenn Elementor da mitmacht. Die nächste Funktion ist etwas meiner Meinung nach ganz Cooles. Nämlich kann man neu Widgets als Favoriten speichern. Also wenn ich ein Widget habe, was ich immer wieder brauche, dann kann ich das zu meinen Favoriten hinzufügen. Einfach mit einem Rechtsklick, also ich klicke hier rechts und sage dann Add to Favorites. Und dann sind die zu oberst. Wunderbar, einfache Funktion, aber ich finde die cool. Dann auch cool, neu kann man einzelne Elemente mehrfach auswählen. Also wenn ich zum Beispiel zwei Elemente habe, hier meinen Button und meinen Titel, dann kann ich die neu mit gedrückter Control-Taste auf Windows oder gedrückter Command-Taste auf Apple beide auswählen und kann die dann zum Beispiel beide kopieren oder auch beide löschen. Es gibt da diese Quick Actions, die sind im Moment verfügbar. Was ich noch nicht geschafft habe, ist das zu verschieben. Das geht, glaube ich, noch nicht. Elementor schreibt auch in der Beta-Dokumentation, dass natürlich noch nicht alle Funktionen gehen. Trotzdem eine kleine, aber sicher praktische Erfindung von Elementor. Und dann noch die letzte Funktion. Elementor verspricht im nächsten Update auch eine Drag-and-Drop-Funktion vom Desktop. Also wenn ich ein Bild gespeichert habe auf Desktop, soll ich das jetzt einfach hochziehen. Ich teste das gleich mal. Ja, das funktioniert. Bisher war das immer so, dass ich das Bild-Widget holen musste und dann hier das Bild hochladen musste oder über die Mediathek gehen musste. Und jetzt neu geht das direkt in einem Drag-and-Drop. Coole Funktionen, die der Elementor da also hat. Du siehst, es sind vor allem Usability-Funktionen. Ich mag die, es sind kleine Änderungen und doch glaube ich, sie sind in der Praxis sehr hilfreich. Lass mich doch in den Kommentaren wissen, ob du dich freust über diese Updates oder ob du dir etwas ganz anderes von Elementor wünschen würdest. Bis zum nächsten Mal.